Hallo zusammen, willkommen zu diesem offiziellen DSB-Livestream. Wir sind gerade in Division 3 mit den Teams Leistungskurs und Second Try. Ich bin hier mit dem guten Ruby. Hallo. Hallöchen. Ja, und die erste Map hier wäre Split Zones auf Perlmutt Academy. Wie findest du diese Map oder diesen Map-Mode generell? Ich glaube, darüber habe ich schon mal geredet. Einige finden den overrated, aber ich finde, das ist eigentlich so der perfekt gebalancete Modus plus Map-Kombi, den du so haben kannst. Manchmal ist es vielleicht etwas schwer, gegen Crab Tanks zu retaken, aber ich mag es trotzdem eigentlich sehr gerne. Also bei mir ist es halt so, ich bin einer dieser Personen, die diesen Map-Mode wirklich overrated findet, weil ich finde es ziemlich, also ziemlich einfach, das andere Team auszuspacen, und wenn man halt das Plat nicht hat, ist es auch ziemlich schwer, das dann wieder zu bekommen. Das finde ich ein bisschen nervig an der Map. Es ist spielbar, aber es ist definitiv einer der Map-Mods, die ich nicht so mag. Wie gesagt, das Problem an der Map mit Zones ist halt, dass Crab Tank die komplette Plat einnehmen kann, also der Bombenschuss trifft ja wirklich bis ins letzte Eck da. Und wenn die Gegner zwei haben und den gut cyclen, kannst du halt dich fast gar nicht bewegen. Das ist halt das einzige Problem, was ich hier an der Map sehe. Ja, ich bin halt, ich glaube, ich generell kein Fan von Inkblot. Ja Ist einfach gut, nicht meine Map. Goldfisch ist auch nicht so angenehm auf der Map. Claims geht noch und Turm, keine Ahnung. Ja, Gibt Clan auch und Tower nichts. finde ich am besten. Rainmaker kann ich gar nicht ab, das ist wirklich schlimm. Aber die anderen zwei Modi sind ganz okay und sonst mag ich halt nicht. Ich glaube, was sonst braucht, ist dieser kleine Block, mit dem man links zurück kann. Der ist ja, glaube ich, nur ein Turm und Claimlitz da. Den müsste man auch mal in Herrschaft bekommen. Wenn Goldfisch nicht, dann wäre das Match schon schnell vorbei, aber. Ja. Oder dann müssten die halt rechts noch einen Checkpoint hinpacken, aber ich glaube, wobei das wäre vielleicht sogar die beste Alternative, weil Rainmaker ist auf der Map so linear, wenn man einfach Ja, nur eine Route hat. Rainmaker so design rechts, das Finish ist eigentlich ein Checkpoint. Und wir setzen ein neues Ziel hin, was hinten im Spawn ist. Ich meine, das könnte gehen, aber das wäre halt, glaube ich, zu sehr in der Enemy Base drin. Wobei, ja, eigentlich nicht. Das ist ein Base. Ich meine, in einigen dieser Modi springst du, falls du aufs Goldfisch bist. Egal, Ja, Runde true. geht los. Ja, wir sehen auf der Seite von LK ein Junior. Ich glaube, Forge Pro war auch dabei, T-Tag und der Carbon Deco. Und auf der Seite von Second Try T-Tag, Mini, Splash und Inkbrush. Inkbrush gefällt mir sehr, weil ich bin ein Inkbrush-Spieler, also da kann ich verstehen, warum man auf dieser Map Inkbrush spielen will. Egal. Ja, ich finde Inkbrush immer interessant, weil die Waffe halt sehr nah ran muss und eher so zum Nerven da ist. Und man sieht gerade am Wavebreaker schon, wenn man da die ganze Zeit durchfährt, dann wird das auch nicht so gut klappen. Ja, aber Leistungskurs hat schon einen ziemlich guten Start hier hingelegt. Sie haben direkt die Inkbrush rausgepickt und haben jetzt schon eine sehr gute Kontrolle von der Zone. Sie haben zwar gerade keine Specials, aber solange sie einfach nur painten und nicht overhauled werden, kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich gut laufen wird. Obwohl Second Try sie gerade ein bisschen überrannt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Was meinst du? Der Karma hat dann noch zwei gute Picks gemacht, konnte damit das Spiel noch ein bisschen ausgleichen. Der Crab Tank hier jetzt genau in der Buja ist sehr schwer. Ja, das war gerade ein Spikes. bisschen ungünstig. Ja, Wavebreaker plus Spikes, da ist er komplett in der Ecke gefangen, dann ist der Splash raus. Essentieller Part finde ich immer noch auf der Map, weil wenn du einen Crab oben in der Mitte hast, kannst du die komplette Plat überwachen. Den hier zu haben könnte entscheidend zu werden, ob Second Try das gewinnt. Ja, und gerade eben hat man einen super schönen Versuch-Kill gesehen, da glaube ich einen Double geholt damit. Und ja, Second Try ist gerade ein bisschen ausgespaced. Also die Mini hat ihre Special, aber sie kann halt nicht komplett alleine reingehen. Sie bräuchte halt noch ein bisschen Hilfe vom T-Tag und Leistungskurs benutzt gerade schon die Specials, also den Trustfall. Kills! Aber drei Kills und Leistungskurs hat jetzt wirklich
viel, viel Control verloren. Jetzt müsst ihr erstmal ein bisschen backuppen und sich regroupen, sonst wird das gar nichts mehr hier. Und Second Try geht wirklich stark rein. Sie versuchen direkt in die Enemy Space rein zu pushen. Das Stam wird komplett ausgekontert, weil die Special irgendwie immer noch nicht komplett funktioniert hat, das Gefühl. Ja, die Special hatte das Problem, dass vorne hat sie immer noch keinen Schutz. Das heißt, sie schießt einfach drauf und ist tot. Wenn die Special vorne Schutz hätte, dann wäre die ziemlich stark und Mini wäre eine ziemlich gute Waffe, meiner Meinung nach. Aber so hat die halt, so sind halt eine gute Waffe ohne eine Special. Ja, basically schon. Nur Special an der Wiper mit dem Stamp ist eigentlich eine Waffe mit einer Special, weil das ziemlich gut passt, finde ich. Oh, und Leistung, ich sehe gerade, Leistung ist auf dem Lead. Jetzt haben die einfach nur noch durchhalten, da vorne auf dem Plat, weil das Plat ist eigentlich nicht so leicht zu retaken von a second try. Ich glaube, dafür bräuchten sie mindestens zwei Specials, um das Plat wieder zu bekommen, sonst wird es nicht so einfach. Also man sieht schon, dass zwei Leute vom Leistungsquiz eliminiert wurden, aber sie haben halt immer so ein bisschen das Plat, also sie Second Try pusht gerade rein, aber sie haben nicht mehr so viele Chancen und es sieht so aus, als würde Leistungsquiz das erste Mal gewinnen. Ja, ist schön zu sehen, ist ja auch mit Carbon unter der Ledge, der hat extrem viel Arbeit gemacht und Carbon ist wirklich gefährlich, wenn er rankommt. Ja, Carbon generell auf der Map ist halt, es sind viele Ledges und da kann er sehr gut, ja, sparken und dann einen Pick holen. Das ist halt eine Carbon-Map, muss man ganz ehrlich sagen. So, nächste Runde ist dann Turmkommander auf Mata Maria. Finde also, ich manchmal ein bisschen schwer, die Checkpoints sind wirklich große Chokepunkte. Da ist es sehr special-abhängig, ob du durchkommst, finde ich. Gefällt mir nicht so doll. Also ich finde diesen Map-Mod eigentlich ganz gut, aber sie hätten halt echt nicht diesen Block entfernen müssen. Also es ist irgendwie blöd, dass dieser Block nur in Clambits drin ist. Lass den Block doch einfach da stehen, Nintendo. Was soll denn das? Ich glaube, der Block beim Checkpoint ist neu gewesen. Also, womit du jetzt innen halt mehr flankieren kannst. Ja, das Problem schon. Das Problem ist, du stehst halt schon in den Gegnern drin, heißt, was willst du da jetzt noch hochgehen, wenn ein Gegner schon vor dir steht? Ja, eben. Sie hätten halt einfach den Block da stehen lassen sollen, da ganz links. Aber auch nicht so toll ist hier, wenn die Gegner einmal deine Nähe gepusht haben und Crab Tank aktivieren, kannst du super schwer das verteidigen. Plus Strikes, also Strikes plus Crab Tank und du kannst 20 Sekunden irgendwo in der Ecke chillen. Kommt drauf an, finde ich. Also wenn man irgendwie in der Lage ist, diesen Switch Search Jump zu benutzen bei der Base, dann könnte man die theoretisch ganz gut flanken, aber es ist trotzdem schwer. Wir haben jetzt eine Elita hier. Ja, das wundert mich nicht so ganz, weil das Flat in der Base ist ganz gut, um zu verteidigen, vor allem mit dem Lita. Man ja, ich glaube, nicht verändert, außer halt der Lita. Ich bin mir einfach unsicher, ob der Pinsel-Pick so gut war. Ich meine, wir sehen schon, er ist jetzt in der Gegnerbild, aber was macht er denn jetzt? Also ich denke mal, so absolut, was ich ganz gut finde, wäre, wenn man diese Ledge da benutzt, um ein bisschen Pressure zu machen. Das hat er jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber er hat einen Pick geholt. Und es sind zwei Leute auf der Seite von Leistungsquiz gestorben. Jetzt haben sie ziemlich gute Kontrolle am Anfang schon. Sehr gutes Opening. Auf Strikes raus, natürlich die Special, die ich meine. Damit gewinnst du halt das komplette Spacing. Ja, und Leistungsquiz ist ein ziemlicher Gleichstand von den Spielern her. Also auf einen sind zwei Spieler tot. Und da oben Edita sind auch die Menschen. Ja, kann schon gerne zu Edita. Ah, das kann der T-Deck natürlich sofort abkämpfen. Ja, und einer, also beziehungsweise hat jetzt sehr nice Jump abgekämpft, aber er wurde von Bravebreaker getroffen. Also wird es ja jetzt ein bisschen markt und der Killer Whale ist auch noch dabei. Also er ist gerade ein bisschen im Dilemma drin, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich versuche halt, glaube ich, gerade schon mehr wegen geholt. Das sind schöne Picks, die wir hier sehen. Ein Wipeout. Jetzt hat Second Try sehr gute Chancen reinzupushen. Und wenn sie noch mehr Space holen und noch ein paar Specials, dann ist der Push ziemlich stark, vor allem wenn Leistungsquiz sich nicht wehren kann. Spikes kommen wieder raus. Wir haben zwei Picks! Oh! Das war ziemlich stark. Schön, was ist jetzt hier, muss man sagen.
T-Tech, T-Tech auch. Die E-Tech hat einen guten Schuss. Die E-Tech hat noch einen Schuss. Oh, oh ja. Zwei Kills auf einmal. Der Bubble hat platziert, also man könnte hinjumpen, aber es ist ziemlich riskant, finde ich. Vor allem, wenn der E-Tech da einen abfahrt. Der hat einen ganz schönen Space. Ja, wir sind jetzt schon gleich im letzten Checkpoint angekommen. Lassen ist natürlich wirklich viele Chancen gerade. Der T-Tech könnte. Ah, der T-Tech holt aber gleich gleich die E-Tech. Der flankiert es nicht gut. Aber er ist tot. Das war ein ziemlich schnelles Match. Das ist ein Chaos. Ja, ist der Second Try ziemlich gut aufgeholt. Und ich meine, das ist ein Best of 9, also kann sich natürlich alles verändern, aber das ist jetzt schon mal ziemlich ausgeglichen, finde ich. Also ich finde, beide Teams haben noch ziemlich gute Chancen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Map-Mode-dependent, dass beide Teams vielleicht ein paar Maps haben, auf denen sie jetzt besser spielen oder halt schlechter. Ich hab gesagt, dass wir gleich die Reihe haben. Gut. Naja, passiert. Also, wenn es eine leichte Reihe ist, tut uns leid, aber auf zum nächsten Map-Modus schnapp ich immer sau auf Goldfisch. Map bekannt dafür, mit einem Sprung einfach 30 Punkte zu machen. Ja, das fällt mir so blöd. Ich dachte, ich wollte gerade schon sagen, nee, warte mal. Aber Hagelfisch ist eigentlich ziemlich cool auf Rainmaker. Ich finde Hagelfisch ist, bis auf Muschelchaos, finde ich ja auf jedem Modus toll. Weil beim Muschelchaos ist mehr Basket zu weit in der Base. Kann ich verstehen, aber es ist schon bis nicht so schwer, normale Clams reinzubekommen. Wenn man da einen ganz guten Push hinlegt und vielleicht noch das Placement macht, dann ist es gar nicht mal so schwer, finde ich. Ich finde halt, der ist zu weit in der Base, plus wenn du es da mal hast. Sind die Leute, die verteidigen müssen, haben irgendwie so große Probleme, weil links haben sie nicht wirklich die Sicht auf die Gegner. Und rechts wird halt nie jemand sein, weil da der Basket nicht ist. Ja, schon true. Na, ja, aber ich bin. Ja, ich mag's trotzdem. Also ja, generell, genau, also. Wie gesagt. Also generell, eigentlich in Splatoon 2 habe ich Clam richtig gehasst. Mittlerweile liebe ich Clam. I don't know why. Ich weiß auch nicht, warum. Clam vom zweiten und dritten Teil ist mein dritt, fast zweitliebster Modus geworden. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man weniger Clams braucht oder dass es einfach sich schneller anfühlt, aber es macht halt viel mehr Spaß. Ja, kann ich verstehen. Also ich denke auch, dass es vielleicht an den Clams liegt. Aber ich finde es generell einfach cooler. Oh, aber ich sehe einen C-Jet. Das ist ein interessanter Pick. Und wir sehen eine Machine Charger. Und einen Zack of den Charger. Das ist schon mal ein guter Wechsel von der Comp, muss ich sagen. Weiß ja nicht, ob Second Try nicht vielleicht ein bisschen. Well, ist das Second Try? Second Try ist lila. Ja, Second Try ist lila, so habe ich doch. Ich glaube nämlich, ein bisschen zu wenig, um zu pushen. Also, Machine und T-Tech ist eigentlich schon gutes. Also, sind schon gute Waffen zum Pushen, finde ich. Ja, Machine. Also, mit Machine willst du jetzt nicht reinpushen. Machine ist eher da, um den Space zu halten. Aber wirklich im 1 gegen 1 solltest du mit Machine nicht agieren. Ja, Machine ist schon ziemlich stark, finde ich. Oh, die Mini hat ja gut agiert. Der Tri-Strike hat den T-Tech sehr stark geholt. Und ich glaube, jetzt muss Leistungskurs einfach nur ein bisschen Space oh, haben. Oh, die Zuka! Oh! Ich glaube, die Wolke hat ein bisschen mitgeholfen. Second Try ist gerade ein bisschen ausgespaced, aber ich glaube auch, ich habe das Gefühl, der Carbon ist ja einfach nur ein bisschen zu stark am Pushen. Obwohl, jetzt ist er eigentlich ziemlich defensiv, also. Ey, man kam mal eben in Leuten drin und schwimmt wieder raus. Er macht seine Arbeit gut. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen unsicher. Ja, ich glaube auch, aber das kann ich verstehen, weil man ist sich manchmal nicht ganz sicher mit dem Positioning. Ich meine, jetzt stammt er raus. Und jetzt haben jetzt hat Leistungskurs die Rainmaker Bubble gepoppt und Second Try versucht, irgendwie ein bisschen Space mit dem Tri-Strike zu holen. Hat nicht so gut funktioniert, weil es gab kein wirkliches Follow-up. Und ich glaube, jetzt hat Leistungskurs vielleicht noch ein paar Chancen reinzugehen, wenn sie ein paar Specials haben, aber. Ravefinger kann einiges nicht aus. Ja. Wieder ein Tri-Strike. Oh, und es sind einfach zwei Leute synchron gestorben. Ja, die haben sich gerade getradet. Sehen wir 10 Tri-Strikes vom T-Tech in der Runde? Vielleicht nicht. Also, Second Try hat jetzt ziemlich gute Chancen zu pushen. Ich meine, es sind zwei Leute gerade tot, also einer ist respawned.
Aber irgendwie hat Second Try gerade keine Lust zu pushen oder will kein richtiges Follow-up machen. Aber ich bin mir nicht sicher, Ja, also jetzt nehmen sie den ich glaube, es Rainmaker, liegt an aber. Sea Junior. Der Sea Junior hat mit dem Wave Bacon den Torpedos ziemlich gut hier noch gehalten. Aber alleine schafft das halt auch nicht. Ja, schon wahr, aber es war jetzt schon ziemlich Da gute wird Pedro und er Möglichkeit. ist gestorben. Das meine ich halt. Ja, aber er hat trotzdem den Checkpoint gehabt. Also ich finde es jetzt war's schon wert. Vor allem, weil Leistungskurs gerade noch keine Punkte hat. Und jetzt respawnen halt die ganzen Teammates zum Second Try und können jetzt vielleicht noch ein paar Picks holen oder ein Follow-up machen. Also das war ein Wavebreaker, aber wenn Ja, sie um das Ding drum agieren, ist es gar nicht mal so schwer. oh, das ist ein bisschen aggressiv gewesen. Oh ja, da kam gerade der Kam um die Ecke, hat ihm eine Backpfeife gegeben. Der die Soka. Soka, so eine underrated Special, finde ich, ja. Wenn du damit gut aimen kannst, ist sie wirklich sehr gut. Ich finde, die Hitbox macht keinen Sinn. Die Hitbox, die kann halt, wenn du gegen eine Wand schießt, können halt die Kugeln, die vorbeifliegen, sich noch drehen und dann hinter der Wand treffen manchmal. Ja. Beide Checkpoints. Leistungs hat jetzt auch den Checkpoint gehabt, aber sie haben halt immer noch nicht Jetzt den Lead der geleistet. kleine Pick und damit ist die Führung. Ja, und jetzt hat der Tri-Strike ihn rausgepickt. Oh, sie haben ihn auch, machen sie den Sprung? Nee, sie lassen den Mavic erstmal liegen. Ja, ich kann verstehen, warum. Ich meine, das sind jetzt gerade zu viele Die Farm ist in Leute. der Gegnerbase. Und Oh deswegen mein haben Gott. sie den Sprung jetzt geschafft. Oh, das sind aber gute Punkte. Das sind 24. Oh ja. 20er Marke, 10er Marke, 7. Das muss schon fast Was? ein K.O. sein. Da muss Second Try schon was ein K.O. sieht machen, das noch zu gewinnen. Okay, das war gerade ein ziemlich guter Push. Die haben sich gerade basically einfach nur durchgecheesed. Aber warum nicht? Ich meine, wenn es klappt, dann klappt's. Und eigentlich sollte Second Try gleich wieder reinpushen, weil sie haben drei Specials. Und Leistungskurs hat keine Special. Deswegen müssen sie eigentlich direkt poppen, Specials machen und dann direkt reinpushen. Finde ich Ja, aber zumindest. die Strikes sind viel zu passiv. Die müssen mal Ja, nach vorne platziert werden, damit muss Space generiert werden. Die Booyah fliegt jetzt raus, aber der Scratcher ist halt immer noch da oben. ja, vor allem, also der Tri-Strike war halt erstens zu passiv und der T-Tech hat da nicht wirklich reingepusht danach, also es war ein Oh, da bisschen kommt gerade ein Waste. Stamp rein. Der könnte jetzt ein paar Kills holen. Hat einen Kill geholt. Zwei Kills, hat drei Toten, nur noch der Kam ist am Leben. Das könnte jetzt ein Push sein. Oh ja, das ist ziemlich stark, ist nur noch der Carbon left. Der Kam Sie hat. könnten basically jetzt einen Chaos League. Oh! Der Kam hat drei geholt, aber die haben trotzdem bis zwei durchgepusht. Aber ein sehr gutes Spiel vom Kam. Damit hat er noch eine Chance ermöglicht für Leistungskurs. Mein Leistungskurs hat jetzt nicht mehr, also die müssten ziemlich bald reinpushen, also es muss jetzt ziemlich koordiniert sein, sonst wird es ein bisschen schwer mit dem Lead oder generell mit dem Win auf dieser Map. Ich meine, es sind nur noch 10 Sekunden left, sie müssen jetzt schnell poppen und den Rainmaker picken, sonst wird es Ich nichts muss meinen mehr. Charger pushen. Wenn mein Charger nicht pusht, werde ich den Rainmaker rauspicken. Ja. Es ist auch sehr wichtig, beim Rainmaker zu bleiben und ihn nicht einfach allein schwimmen zu lassen. Ja, weil sonst kommt da irgendjemand um die Ecke wie ein Sploosh oder sowas. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall, aber ist schon oft passiert, dass ein Sploosh sich einfach Und er durchgecheest schmiert hat. die Bombe rein. Oh. Das ist wirklich bitter. Ich will gar nicht wissen, wie oft mir das schon passiert ist. Also jetzt Aber nicht in Competitive, sondern einfach in Solo-Queue. ich muss auch sagen, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Bombenreichweite erhöht wurde. Sie wurde sogar genervt, aber es fühlt sich Ja, trotzdem noch so an. Vielleicht einfach auf wegen Neck. Hardform wurde sie genervt. Auf Ich glaube Hardform einfach wegen wurde dem sie. Netcode. Ja, das ist ja gut, der Netcode, darüber reden wir nicht. Muss man wirklich nicht drüber reden. So, damit steht 2-1 für Second Try. Und Muschelchaos Pinakuité ist der nächste Modus. Oh, das ist ein sehr guter Map-Mode, finde ich. Ich habe ja gehört, dass er einer der besten Map-Modi sein. Ich Finde verstehe ich. nicht, wie der besser ist als andere Map-Modi, weil ich finde einfach nur solid. Welche fändest du denn persönlich besser? Nicht besser, aber ich finde, man sollte diese Map-Kombination nicht über andere stellen. Ich finde, die ist genauso gut wie zum Beispiel die vorherige. Ja, ich finde Clam auf Museum schon ein bisschen besser als Rainmaker auf Hagelfisch, aber ich verstehe, warum du so denkst. Also ich kann's. Ja, ich verstehe es schon. Gut, man muss aber auch sagen, ne, einige der Sachen, die sich verbreiten, verbreiten sich halt über gewisse YouTuber, die halt ihre Meinung sagen und dann kopieren das halt viele. Muss man auch leider ehrlich zugeben. Ja, schon wahr.
Ja, Also ich das glaube, wir ist zum wissen beide, Beispiel über auch, wen wir reden. ja, also das ist zum Beispiel oft der Fall, dass halt wirklich manche einfach die Meinung von anderen kopieren. Ich meine, ich finde einfach, dass wenn sie ihre Meinung sagen, muss man die nicht genauso, also man muss nicht dieselbe Meinung haben, aber wenn man dieselbe Meinung hat, ja, dann ist es so. Immer wenn man es gut rüberbringen kann, kann man, also man kann natürlich dieselbe Meinung haben, ne? Man muss es halt nur gut rüberbringen und nicht einfach sagen, der Typ hat gesagt, das ist cool, deswegen ist es cool. Ja, aber ja, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man halt so eine hohe Reichweite hat. Da gibt es halt viele, die einfach dir folgen und dann einfach sagen, ja, das ist so, weil der hat's gesagt. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber gut, ey, meine Meinung sollte ich niemals verbreiten, weil meine sind die hottesten Hot Takes, die es gibt. Als ein Vertreter von Heilbutthafen, Camp Schützenfisch und Moräntürme sind die besten Maps. Oh Gott. Kann ich einen anderen Kommentarpartner haben? Dankeschön. Spaß. Und Flauneheiz stinkt und Boah, ey, was Pinakuité ist denn das? und Pinakuité ist mit. Was? Okay, Das sind nee, was ist denn meine das? Takes. Ey, nee, Flounder ist ja mal sowas von Base. Und Museum ist auch Base. Liebe Flounder, das ist meine Lieblingsmap. Mensch, ich kann mich irgendwie ein bisschen mehr. Ich bin, also, ich habe mich ein bisschen mehr an die gewöhnt, obwohl direkt das mein Kumpel raus ist. Egal, ab ins Match. Eine Hydra. Oh ja, ich kann verstehen warum. Also wenn man auf dem Platz ist, bei der Base, dann kann man da schon ziemlich viel Space haben. Vor allem, Und so war ich selber auf dem Platz. Deswegen bin ich überrascht, dass das noch der war. In diesem Modus finde ich die Brush vollkommen gefallen. Also wirklich, die Brush auf die EG2-Strategie ist vollkommen gefallen. Also ich meine, Mode außer ein Tower. Wir sehen schon, da sind zwei Leute, die den T-Tag pushen. Der T-Tag hat einen rausgepusht und jetzt stand der andere T-Tag direkt raus. Zwei Leute auf der Seite von Leistungskurs sind schon tot. Das ist ein ziemlich schwieriges Opening gerade, vor allem weil Second Try wahrscheinlich nicht den Wert sieht, jetzt reinzupushen, weil wahrscheinlich schon alle respawn sind. Second Fire Predator mit der Heidorge gut hat, bevor sie rausgekommen, haben auch schnell einen Weg und haben die Mitte auch noch. Jetzt kommen die Spikes raus und rechts sind auch noch einer gepresht. Ja. Und hat gerade nicht so viele Chancen zu überleben, vor allem wenn die Hydra da die ganze Zeit pokt. Die Hydra muss Ja, halt jetzt irgendwie einen Weg finden, noch ein paar Picks zu holen, vielleicht dann reinzupushen, aber es ist halt auch nicht so oh, der einfach, wenn die Kram ist aber Teammates unterwegs. versterben. Oh ja. Das Ding ist halt, die Hydra hat so viel Platz hier, dass nur der Forge mit der Booyah oder die Trizooka da geht, wirklich was gegen machen könnte. I mean, solange Second Try noch ein paar Specials hat, ist es nicht so einfach für Leistungskurs reinzupushen. Vor allem, weil Second Try noch relativ viel Control hat. Wo habe ich nicht einen der Reflex hat in der Maschine? Weiß ich nicht. Okay, die Maschine leckt. Ja, die Maschine leckt schon ein bisschen. Das stammt sich einfach mal raus. Ja, okay, in der Situation kann ich es definitiv verstehen. War ziemlich rausgepressured von zwei Leuten. Aber ich finde es. Ja, okay, nevermind. Ich wollte gerade sagen, es wird vielleicht ein bisschen Zeit für Second Fire reinzupushen, aber da ist ja gerade jemand gestorben, deswegen. Ist vielleicht jetzt eher ungünstig, der Karten ist wieder sehr gut dabei, hat ein paar Picks geholt, also hat jetzt ein Pick geholt. Und ist immer noch ziemlich aggressiv dabei, versucht vielleicht die Hydra raus zu pressuren, aber es ist halt ziemlich schwer. Vor allem, wenn man nicht so viel Paint hat. Kommt die Suche raus. Welche würde es gut finden, als sich alle auf der rechten Seite befinden? Dadurch kann nämlich jetzt Second Try wieder aber in die Mitte ein bisschen erobern. Aber sie sind irgendwie. Ah ja, die Maschine leckt immer noch. Es würde Ja. mich nicht wundern, wenn ich direkt disconnecten würde. Ja, aber Leistung ist halt jetzt schon ein Push reingelegt. Das Follow-up ist Oh, halt gerade nicht mehr gut, fliegt ja. er hin? What the hell? Warte, was ist gerade passiert? Ich verstehe gerade gar nichts Die mehr. Maschine ist weggeflogen. Ich meine, kann man mal machen, ich fliege auch regelmäßig weg. Ja, da habe ich mir deine Hex angemacht, ne? Ja, genau. Ich habe das aber selbst schon mal erlebt, dass jemand aus meinem Team weggeflogen ist. Ich glaube, die Person weiß, wen ich gerade meine.
Irgendwie war das gerade abgeräumt, ne? Der ist Maschine. Den haben wir nämlich selbst gefeiert, das ist bei uns auch schon passiert. Ja. Gemini Machine ist immer noch ein bisschen am Laggen, aber Second Try hat gerade 3 Specials. Muss ich wirklich usen, die könnten wirklich einen guten Push starten. Oh. Aber die sind halt zu passiv und die Machine stirbt und Tri-Strike, also ist es gerade ziemlich blöd. Auf bei, okay. Drei Leute sind tot auf Leistungskurs. Es ist ein Wipeout, never mind. Jetzt müssten sie eigentlich reinpushen. Tun sie auch, finde ich gut. Und da kommt der Big Clamp von der Leiter. Das sind die 60. Wir haben 2 Big Clamps noch. Alter, dann pinnt sie über. Alter, noch einer, 40. Das ist ein sehr starker Push. Vielleicht noch ein paar Mini-Clamps, aber ich glaube, das wird ein. Ja, auf der Seite kommen noch 3. Ja, da kommen noch. Ja, ich sehe es gerade. Kopf ist auf dem Reiten, letzte Minute ist angebrochen. 28. Ja, ich glaube, der Push ist jetzt nicht mehr so gut im Gange, vor allem weil 2 Leute tot sind auf der Seite von Second Try. Aber das ist ein ziemlich starker Push. Also Leistungskurs muss ich wirklich reinhängen, um diesen Push jetzt noch zu schlagen. Es ist auch nicht mehr so viel Zeit. Sie haben jetzt eine Big Clam da vorne bei ihrer Base. Es ist wirklich schwer. Ich hoffe halt, dass es nicht beschwert wird, dass die Maschine so da leckt gleich. Aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht liegt es auch einfach am Reaper. Oh, die Buja! Oh Gott! Die Buja war wirklich wasted. Also das war auch keine Leck-Buja, das hat man gesehen. Die hat einfach nur dagegen geworfen. Einfach mal leckende Buja. Einfach mal richtig gucken. Moment, es sieht so aus, als würde Second Try nochmal zu Push ansetzen. Kann man verstehen, wenn es jetzt halt nur noch 10 Sekunden left sind und Leistungskurs ein bisschen rausgepushert ist. Jetzt müssten sie halt warten, aber der Carbon Flag halt von hinten. Aber es sind 3 Leute tot auf der Seite von Leistungskurs. Oh, da geht der Korb auf. Sie pushen und ja. Hä? Das ist dieses Overtime, wo der Korb gerade geöffnet wurde. Hä? Ja, jetzt ist. Egal, dieses Korb war ja eben. Komplett am Laggen. Aber sind dann kurz, ich hoffe, sie fixen kurz Wolfies Internet. Wenn das eins war. Es geht hier gar nichts mehr. Und ich hole mir kurz was zu essen. Oha, gib mal was ab. Was gibt's denn? Okay, er ist einfach weg. Jetzt bin ich ja alleine. Dankeschön. Was ist die nächste Map? Stones auf. Wie heißt die Map? Sturgeon hier, ja. Erstmal kommentieren. Stones. For real, einfach richtig unfair. Aber sonst. Sturgeon ist eigentlich ganz cool, aber. Das Suicide am Anfang nervt. Kann er mal wieder zurückkommen mit seinem Essen? Was soll das hier? Lass mich einfach alleine. Lass mal Ruby canceln. Ach komm, du bist nicht ganz alleine. Ich bin ja auch noch da. Ich spring genau. Mal eben kurz ein, solange hier im Helpdiskurs geklärt das wird. Das Ding ist nur... Jetzt ist Ruby wieder da. Ja, ich meine, das Ding ist, dich kann man halt nur nicht hören im Stream. Ja, ich bin da. Du bist nicht ganz einsam. Denn ich verschwinde jetzt wieder. Du bist aber es hört sich halt geil. Selbst im Stream, als würde gleich mit sich alleine reden. Ja. Ich rede mit so einem Geist. Der Streamer-Geist. Wird sich jetzt hier im Helpdesk ein bisschen gestritten, wie das jetzt ist, oder? Weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht in den Helpdesk geguckt. Ey, sind auch schon ein paar Leute aus der Lobby rausgegangen. Die haben gar keinen Bock mehr auf das Match. Oh ja, das ist gerade ein bisschen am explodieren im Helpdesk. Weil die Maschine so laggt. Ja, aber was ist eigentlich deine Meinung zu Zones auf Sturgeon? Ich verstehe nicht, warum Leute da immer so sind, dass sie das mögen. Ich finde, von Lowground sich reinzuarbeiten, ist super anstrengend. Also, ich finde den Map-Mode eigentlich ganz okay. Ich finde es halt manchmal ein bisschen nervig, wenn der Spinner gepusht wird. Aber selbst wenn ich einen Spinner pushe und da zum Beispiel irgendwie ein Elite drauf ist, der mich gerade nicht sieht, finde ich das halt schon eine ziemlich gute Situation. Ich kann halt ein bisschen runterbrushen und da vielleicht ein bisschen Chip-Damage machen. Übrigens, halt, wenn einer aus dem Gegnerteam auf deinem Spinner ist mit einem Crab-Tank, darfst du auch wieder keine Lust mehr zu spielen. Ja, okay, aber Crab-Tank ist auch blöd. Ja, übrigens, es gibt Schnitzel bei mir. Oha. Moment, wenn es Schweineschnitzel ist, dann will ich es nicht. Ich mag Schwein nicht. Ich hasse die Konsistenz.
Also ich esse eigentlich nur Schnitzel, weil ich die Panade so lecker finde. Dann isst doch einfach die Banane roh oder Fritesi oder sowas. Kannst du es ja auch essen. Das wäre smart. Ja, eben. Oder machst du, keine Ahnung, mach Panade in so Mehl rein oder dann ein Ei und frittiere sie in so einem, keine Ahnung, Heißluftfritteuse und dann kannst du sie einfach so snacken. Keine Ahnung, ich habe keine Heißluftfritteuse. Aber imagine, man würde es mal. Also, ich sehe da ein paar Leute. Ich würde einfach so in den Asiamarkt gehen, mir Panko holen und das dann einfach so frittieren und essen. Wann Was schmeckt dann DSB nach kommt, nichts, Jimmy? oder doch? Hey, Leute fragen nach dem DSB Kochstream, ne? Wird bald Zeit. Einfach Panko frittieren. Mango Heckmeck frittieren, was? Panko Heckmeck, genau. Ja, also ich habe auch sehr Gutes über Heißluftfritteusen gehört. Und ist nicht so nervig mit dem Öl. Also, ich würde langsam gerne mal hier eine Antwort bekommen, was jetzt mit den Teams los ist. Die haben keinen Bock mehr. Ah. Ja, eben hätte es mir gerade gesagt, dass mehr Clips gepostet werden soll. Also deswegen sind die draußen. Ja gut, ich meine, im Stream kann man das natürlich jetzt schwer nachgucken, aber. Warte, lass mal auch im Helpdesk helfen, damit das jetzt nicht so lange dauert. Ja. Weil Der hier steht gerade jetzt. Kommentator schreitet ein. Nee, weil hier gerade geschrieben wird, dass da zu wenig ausreichende Aussagen sind. Ich schwör, ich bin gleich einfach gebannt. Lazy kommt um die Ecke. Yes, bist du gebannt? Aber schön, wenn er gleich mal in den Voice kommt und sagt, was die Sache ist. Ja. Ach so, true. Wir reden gerade mit dem Geist. Alles gut, Ach so, Steffi. Ist bisschen Lacey hat spirited. gleich, Lacey hat gleich ein DSB-Match, deswegen können wir auch gerade keine Hilfe vom TOS anfordern. Lufti, komm her. Lufti, du schreitest dann einfach ein, okay? Ich weiß, dass du Okay, im Chat bist. oh, die Clips sind geflogen. Jetzt sehen wir hier noch meine Clips Beweise, dass sie Ein geleckt hat. Fenster. Kannst du mir sagen, warum sich die Zuschauerzahl erhöht, weil wir jetzt über Essen und Clips reden, die jemand geleckt hat? Ja, keine Ahnung. Also bei Essen kann ich ja verstehen, weil wenn man halt Panko frittieren will, dann ist es halt so. Aber ja. Aber das schmeckt doch nach nix. Das sind doch einfach nur Breadcrumbs. Also, ich habe übrigens vergessen zu erzählen, dass es noch dazu Kartoffeln mit Soße Hollandaise gibt. So richtig deutsches Essen, ey. Aber Kartoffeln sind schon lecker. Ich finde ja Kartoffeln ohne irgendwas sind langweilig. Ich finde Kartoffeln ohne irgendwas schon lecker. Es geht natürlich besser, aber es ist auch so ziemlich basic und es geht schnell. Das ist halt auch so was ähnliches wie Reis. Ich liebe Reis. Bist du zu Besuch mal bist auf dem Land und es jeden Tag Kartoffeln gibt? Das wundert mich nicht. Oh, Giant-Spieler wieder? Es ist halt, Leute streiten sich gerade im Helpdesk, ob jetzt der Paint der Maschinen etwas verursacht hat. Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, jetzt hat Lacey keinen Bock mehr und Nee, der spielt gerade schon. ja, ich weiß. Aber er hat auch keinen Bock Ja, mehr. eben. Unendliche Controversy, das geht noch bis 22 Uhr jetzt. Können Oh, wir da halt sieht. nicht Shadow Squid streamen. Das Problem ist, egal was ich noch sehe, es wurden nur zwei Stellen gezeigt, wo jemand geleckt hat, und die brauchen drei Stellen. Es Ich ist dann weiß halt bitter. nicht, wie viel ihr donaten müsst, damit es ein Kostüm gibt, aber ich glaube, ihr müsst einfach nur Daisy genug bestechen. Wir können es aber machen, wir machen einen Kochstream. Du frittierst Panko. Ich
Koche Reis. Oder keine Ist Ahnung. das Tortilla? Tor Oder nee, Tortilla. ja, Tortilla kann ich Meinst du so machen. Wraps? Nee, es ist schon Oder ich mache Tortilla. einfach Instant-Nudeln. Ich gehe in Asiamarkt, kaufe mir scharfe Ramen und mache dann Instant-Ramen. Instant-Nudeln, wow. Ey, die sind so lecker. Mach doch die gleiche Rahmen. Nee, ich kann es nicht. Dazu bin ich zu schlecht im Kochen. Ich kann mir nicht mal richtig Kelloggs zu machen. Sky bekommt gleich ein Timeout. Ich bin nicht immer nur am Essen. Ich hab dich lieb. Er ist aus meinem Team nicht ernst nehmen. Ach so, bist du bei Lullaby? Ja, ich bin mal da dabei. Ach so, so wird Also, das ausgesprochen. Ah waren nee, wir haben doch. Ich war meine, ein paar Freunde, deswegen wollte ich da mal, einfach mal reingehen. wir haben schon mal, also nee, wir haben schon mal gescreamt, definitiv. Ja, kann sein. Ha! Lag Replay. Oder? Was? Ja, ist ein Lag Replay bei den häufigen Lags. Okay. Dann steht's doch 2 zu 1 für Second Try. Let's go. Nee, warte mal. Ja doch, also müssen sie jetzt Clem wieder spielen, ne? Was zum. jetzt. Okay, Ruby, jetzt bekommst du keine Fußbilder mehr. Wie stehen sie Was? dazu? Was? Hat Sky Nein! Warte, geschrieben? was? Hat Sky in den Chat geschrieben? Die Socken sind schon wunderschön. Ja. Was? Sass. Sowas im Help, das jetzt so aussieht, ist es, dass es ein Lag-Replay gibt, aber dass Wolfie ausgewechselt werden soll. Ja, also die Maschine. Ja. Und er konstant am Laggen war. Dafür ist jetzt ROG eingesprungen, richtig? Nee, ich glaube, RJ spielt schon die ganze Zeit. Glaubst du oder weißt du? Glaube, ich meine, der hat die ganze Zeit die Rush gespielt. Ich Weil ich. glaube, dass ich mir noch mehr holen werde. Sag mal, du bist so nervig. Will auch. So, Dings. Die Frage ist jetzt, müssen sie auch dieselben Waffen spielen? Also wird er jetzt gezwungen, Maschinen zu spielen? Eo? Ach, keine Ahnung, ich check nix mehr. Kann auch sein. Aber ich meine, RJ ist schon die ganze Zeit drin. Hab mich gerade blöd. Keine Sorge, niemand checkt irgendwas. Atri war dabei, okay. Okay, der Chat weiß auch nichts. Super. wer nix weiß, der weiß nix. Ey, Hutau war doch schon dabei, oder nicht? Hutau nicht, die Hydra? Oder? Ach, keine Ahnung. Nee, die Hydra war auf der Seite von Second Try, oder? Egal, einfach jeder ist neu dabei. Genau. Wir haben so viele tolle Regeln, es dauert trotzdem so lange, das zu klären. Ja, es gab gerade richtig Beef im Helpdesk. Richtig Aber beschissen. wenn einer Veganer war, dann gab es kein Beef, dann gab es Tofu. Okay. Ich möchte das nicht noch einmal hören. Ich weiß. Okay, egal, wir sind jetzt keine Maschinen, aber. Hydra und Mini? Double Splatling, kann man mal machen. Sehr Und halt wieder motiviert. die Brush. Kann man auch verstehen. Jetzt Second Try schon wieder ein bisschen Control, also so ein bisschen Control damit, aber der Wavebreaker kommt direkt raus, deswegen. Das haben wir jetzt ein bisschen weniger Movement. Und es ist mir recht einer bei Second Try und bei Last ist tot. Legt den Buja rein und Ja. schweißt rechts. Aber ihr habt nicht so viel gebracht. Die Deck geht deswegen down. Porsche geht auch down. Die Mini ist gerade ziemlich gut dabei. Hat viel Doch auf Paint geht und Set. kann ein bisschen Pressure abdrücken. Und ich glaube, die Mini benutzt vielleicht einen Slam. Oh! Hat er gerade den Torpedo überrollt? Gute Frage, aber auf jeden Fall zentral 3 down von Second Try. Ja, und jetzt muss das eigentlich nur noch
zum Kurator. Also sie haben, glaube ich, keine Pick. Der gefährlich ist, aber jetzt gehen die Hydra rein zu pushen, weil die kann auch gerne mal einen Triple Kill machen, wenn man sie pusht. Ja. Schon wahr. Ja. Eine schöne Boja geht da rein, bekommt einen Pick. Hat Fastwerks gehen vom Gegner rein. Aber wurden auch von der Hydra rausgepickt, sagt ja, Hydra in der Verteidigung ist sehr gefährlich, aber wird gerade vom Forge gepusht. Ja. Aber wenn sie halt jetzt ein bisschen Space bekommt, ist die Forge gleich auch tot. Yep. Der Forge, speaking of which. Aber es war halt diesmal die Brush und nicht die Hydra. Und jetzt kann die Brush eigentlich ein bisschen Pressure outputten und ich sehe gerade nicht, wie viel Clamps sie hat. Ah, jetzt hat sie eine Big Clamp. Und es ist der erste richtige Push. Und es kommt direkt die ganze Special raus. Und bei Second wieder zwei Leute zu uns. Scheint es in den letzten Spiel zu gehen, ne? Ja. Also das Follow war jetzt nicht super lang, aber sie haben ein bisschen um 60 gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht für den ersten Push. Oder versucht von der Bosch oder gepickt. Oder kommt. Oh! Die Suche hat nicht getroffen, Hydra hat hier einen guten Pick gemacht. Damit sind jetzt zwei Down auf der Seite von Geisteskurs. Second Try hat es ziemlich gute Chancen reinzupushen. Man sieht schon, die Booyah kommt raus. Eine wird von der Seite rausgepickt, der T-Tech war gerade ziemlich aggressiv. Und die Hydra hat jetzt eine ziemlich gute Position da auf dem Spinner und kann pressuren und wahrscheinlich vielleicht auch einen Pick holen. Oh, und man die Big Clamp durch. 42, das ist eine Zahl. Aber es sind wieder ist wieder noch eine Person leben beim bei Second Try und jetzt ist halt der Push wieder vorbei. Also es gab nicht wirklich einen Follow-up. Wir haben hier fast zwei Big Clamps und eine ist noch in Reserve hinten. Mhm. Wenn mir jetzt halt nur, dass sie hier nicht reinkommen. Wir versuchen hier mit zwei Kiste reinzukommen. Der Mama immer an der Bombe, Buja kommt raus. Die Impression gerade zu dritt, die Brush kriegt einen Pick. Brush kriegt noch einen. Oh mein Gott. Das war gerade ziemlich bitter und jetzt hat Second Try wieder eine gute Chance reinzupushen. Auch wenn sie nicht den Pick haben, aber sie sind schon mal auf dem Platt drauf. Jetzt hat einmal eine Buja geflogen, jetzt kommt er das Weiß raus. Ja, jetzt hat der T-Tech eine Big und wird. Oh, never mind. Ja, das Second Try ist schon wieder fast wipe out. Ja, die brauchen den Third Try jetzt. Käse? Ja, ich weiß, der war richtig schlecht. Ach. Ich meine, der war zwar schlecht, aber erinnert mich gerade ein bisschen an die Performance von Leistungskurs. Die müssen ja wirklich mal langsam versuchen zu pushen. Mhm. Letzte Runde haben sie ja zumindest ein paar Punkte gemacht, aber jetzt hier sind sie immer noch bei 100. Aber jetzt kommen sie langsam rein. Vorher spielt die Buja rein, kommt über die Seite rein, aber wird von der Mini abgeholt fast. Ja, also sie haben halt versucht, ziemliches Displacement zu machen, aber es hat nicht so gut funktioniert, vor allem weil die Mini da jetzt was ein bisschen die Position hatte und die Forge ziemlich gut rauspressured und die Forge hat nicht wirklich gute Chancen reinzupushen. Das ist wegen rein, das könnte jetzt nicht mehr die Chance sein, wenn der die Bekannte durchkommt. Oh, die geht durch! Aber zwei genauen direkt. Oh, die Bombe. Die war ein bisschen bitter und jetzt ist halt. Also Labs ist nicht in einer guten Situation. Einer ist auf den Grades, aber wird rausgekontert. Jetzt müssen sie schnell noch eine Big holen, weil sonst ist keine Overtime hier. Ah, sie haben die Big. Ja, sie haben schon eine Big, also alles gut. Der Forge wird gepickt. Die Mini ist hier wieder sehr weit vorne und der Kamen pickt sie, aber Kamen wird aber gepickt. Ja, und jetzt ist halt die Overtime. Jetzt ist halt eine ziemlich schwere Situation, vor allem weil Second Try ziemlich viel Control hat. Es ist ja immer noch sagen, dass die viel Displacement machen und die Gegner gut rauspressern. Jemand auf der Seite von LK direkt. Und das hat jetzt aggressiv. Oh ja. War ein bisschen leicht, glaube ich. Und ja. Da wurde die Big Clamp zerstört. Ja, die war direkt kaputt. War noch knapper als zu erwarten, aber Second Try holt hier wieder die dritte Runde, wie die sich letztes Mal gemacht haben. Kein Lag Report. Darauf erstmal Panko frittieren. So, jetzt ist Splatoon Surgeon. Let's go.
Wenn jetzt wieder ein Lag-Report kommt, dann frittiere ich Panko. Ja, willst du das noch machen? Weiß ich nicht. So lange, bis Breadcrumbs nach irgendwas schmecken. Es schmeckt dann nach nix. Das ist einfach nur für den Crunch. Erstens, ich liebe den Crunch. Zweitens, schmeckt es halt nach Bread. Ja, aber das ist so langweilig. Also den Crunch kann ich verstehen. Ich liebe Crunch auch, aber das schmeckt dann einfach nur nach Brot. Und Brot schmeckt dann nach Langweil. Ich muss was zugeben, mein Schnitzel, ne? Ich bin jemand, der manchmal die Panade runtermacht. Dann erstmal das Fleisch isst. Ja, hör mir zu. Dann esse ich das Fleisch halt so mit Kartoffeln, Soße und Lees. Aber dann am Ende habe ich hier ganz viel Panade und noch so ein paar kleine Kartoffeln mit Soße und Lees. Und das ist halt der Kicker. Dann panier das Schnitzel nicht. Brat das Schnitzel einfach so und keine Ahnung, frittiert dir die Panade einfach so. Dann kannst du es getrennt essen. Du musst dich alles runterpicken. Ja, erstens, das wäre zu einfach. Zweitens, ich bin ja nicht der Einzige, der es isst. Isst du doch einfach zusammen. Mach ich ja manchmal. Also ich mache ja nur die obere Seite. Die untere Seite hat ja trotzdem noch Panade. Ja, okay, du hast wirklich keinen Sinn. Aber du denkst doch wirklich, dass Museum nur mit ist. Also... Im ersten Teil. Und im jetzt? Im dritten Teil ist sie eine der besten Maps, bei Special 3 Maps schlicht. Ja, aber das ist auch nicht schwer. Also das ist wirklich nicht schwer. Ich meine, wir haben Zones wie Hammerhead. Ja, aber was wir jetzt erstmal haben, ist eine sehr tolle Map, nicht zum Reinputzen. Eine sehr tolle Map, nicht zum Reinputzen. Und wir sehen wieder einen Sackofin. Und wie dann kam. Ich glaube, Spinner kam kann ziemlich gut auf dieser Ledge, also auf den Spinner da pushen, wenn er irgendwie ein bisschen scharkt und Leute versuchen, über den Spinner zu pushen. Wenn der Spinner oben ist, gewinnt das Team im Carven. Wenn der Spinner unten ist, gewinnt das Team im Charger. Genau. Oh, ziemlich early Killer Wave von der Brush, hat auch direkt einen Pick geholt, hat noch einen Pick geholt. Ziemlich strong, also der Carven ist da an der Ledge in Mid. Versucht irgendwie Picks zu holen, ist jetzt unten. Und die Brush pickelt, okay, nicht die Brush, aber es war das halt. Das von Second 2 haben mir Leistungskurs ziemlich überrumpelt. Mhm. Und ja, die ist Brush halt. Ist die Spawn. Ja. Jetzt ist halt Leistungskurs ein bisschen auf die Specials angewiesen. Problem, aber wenn man die Brush ist, dann bekommt Leistungskurs ja halt ziemlich viel an Gebiet rechts. Ja. Aber Leistungskurs ist eigentlich gerade ziemlich gut dabei, vor allem weil drei Leute auf Second Try tot sind. Oh, never mind, das ist ein Wipeout. Ja, hier der zweite ist wirklich die Brushkampf für hinten und kann halt erst nichts machen und wird sofort gepickt. Und der Charter steht halt hinten, das heißt, die Mini und der Dieter können allein nicht so viel machen. Mhm. Das ist halt die Situation, wo Sacrifice mal abwarten muss, bis das Positioning sich ergibt, aber die Brush wird rausgepickt, das heißt, sie haben schon mal eine Special weniger. Ich glaube, der Dieter hat gerade auch den Trash-Track benutzt. Hat das nicht super viel gebracht, weil das Special nicht so ganz gut war, aber trotzdem sind zwei. Oh, jetzt ist erstmal ein Wipeout. Das ist so ein bisschen back and forth gerade. Der Charger macht ja auch ein paar nice Dinge. Jetzt hat er halt komplette. Das meine ich halt, jetzt hat er da Top und jetzt ist Reinpull super schwierig. Ja. Jetzt brauchst du halt eine Tri-Stake oder eine Buja. Und es kommt beides. Ja. Einfach Tri-Strike-Counter. Es ist natürlich zu viel Special Class auch nicht committen, weil wenn es halt nicht klappt, jetzt hast du halt direkt reinzukommen. Ja, jetzt hat halt gerade Leistungskurs den Salat, weil die sind gerade ziemlich ausgespaced in ihrem Base. Second Try hat viel Control und der Timer tickt immer weiter down. Und ja, Leistungskurs hat gerade ziemlich wenige Chancen, noch irgendwie die Zone zu cappen. Never mind! Der Sekofin Charger ist der einzige, der lebt. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Man fragt sein Leben. Genau. Der Kamen holt direkt auch noch einen Pick. Also, das ist ein sehr guter Retake. Nein, das können wir jetzt noch so miteinander durchhalten. Wenn zwei Picks machen wollen. Drei! Ja, der Sekofin ist gerade ein bisschen am Ausrasten. Und es kommen direkt zwei Tri-Strikes raus. War vielleicht ein bisschen unnötig, weil halt Leistungskurs sowieso in der Base ausgebrochen war, aber
Ja, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Space. Deswegen schon wieder zwei Picks. Stamp. Die Special mit dem guten Radius. Aber ey, das hätte doch gerade ein Glühe sein müssen, ey. Die Special sagt nein. Special sagt nein, Instagram sagt ja, deswegen sind die beste Bombe im Spiel. Oh, der war sogar ein Kill. Der war ziemlich schmackhaft. Wenn ich mit dem MVP geben würde, wäre es Hisuka. Das sind so gute Picks, wie wir hier sehen, die ganze Zeit. Ja, das MVP-System existiert nicht mehr. Tschüss. Der kam wieder am Scharken auf den Sackhoff hin, holt den Pick leider nicht, wird komplett rausgecountert. Ja, und das hat jetzt das Sniper zu sein. Ja. Aber jetzt ist Sektor halt wieder gute Chancen, viel mehr Control zu holen, und das sind sowieso zwei tote Mitspieler. Jetzt müssen sie halt einfach nur mehr Control holen, und dann könnte das ziemlich gut für sie sein. Es sei denn, der Spinner ist oben, dann kommt ja wieder der Kamo um die Ecke. Der Spinner, der geht gerade hoch. Die Digga ist ja jetzt hier übrig bleiben, der muss jetzt ein paar Picks holen. Geht mit zwei Stück rein. Und war auch noch fast geholt, jetzt ist nochmal die letzte Chance. Wird geholt, Kamo kommt rein, aber es schafft nichts. Ne? Damit geht die vierte Runde an Second 2 und sie sind bei Matchpoint. Das ist schwierig. Jetzt müsste halt Leistungskurs nochmal sich ein bisschen zusammentun und das Ganze hier holen, wenn sie. Vielen Dank für den Raid, Yuki. Ah ja, danke für den Raid. Nächste Map ist dann Micromart auf Trump-Kommando. Ich weiß nicht warum, also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist der schlechteste Modus auf Mako. Zumindest für mich, also ich kann diesen Map-Mod überhaupt nicht. Ich hasse ihn. Ich muss halt überlegen, ob ich Goldfisch schlimmer finde. Nee, aber ich finde Turm schlimmer. Ich mag die Route absolut gar nicht. Ja, und ich finde, es ist zu einfach, das Defending-Team auszuspacen. Ah, ich werde hier aufgefordert, dass Inku besser spielen soll. Habt ihr alle gehört? Inktut soll die H3 rausholen. Mit einem guten Tactic-Cooler. Kann man auch direkt Try Nouveau spielen. Also H3 wird aber auch so... H3 für den Instant Lose. For real. Also was ich Nintendo aber auch mit H3 dachte, ne? Keine Ahnung. Das nächste H3-Kit muss halt einfach besser sein. Das nächste H3-Kit wird besser sein, einfach weil es nichts Schlechteres mehr gibt. Stimmt. Also ich finde halt Suction und Bubbler wäre ganz gut. Das wäre ja nochmal schon alte Kits. Finde ich gut. LOL. Ich sehe gerade der ganze Super Mario Movie wurde einfach auf Twitter gepackt, okay. Funny. Aber das Problem an H3 ist aber auch, es hat keine Bombe. Mit Technik oder kannst du nichts machen mit der Bombe. Oh nein. Oh nein. Wir sehen den H3. Und wieder C-Jet. Ja, das wird ja witzig. Das ist ein pure Off-Meter-Comp. Finde ich aber ganz gut. Das ist ein bisschen mehr Diversity dann. Wie das mit dem H3 laufen wird, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, so wie es ist, wenn der H3 gewinnt, dann mache ich hier ein 5-0 draus. 5-0. Du setzt dich dafür ein, dass Leistungskurs 5-0 bekommt. Wo ist es? Oh Gott. Und er bekommt die Mini. Oh. Ja, die Mini wurde gerade ein bisschen ausgefüllt und hat nicht mehr so viel Range, also ist halt schwer. Und jetzt ist der H halt ein bisschen alleine. Und, also halt auf Left und hat nie so viele Chance, vor allem mit dem Paint und ohne Bombe. Vor allen Dingen gegen den Paint ist es sehr schwer, überhaupt ranzukommen. Ja.
Weil dann macht er einmal den Supersonic Move und ist direkt an dir dran und pinselt dich dann weg. Wir sind jetzt auch hier schon bei 61. Das ist ziemlich viel. Ja, und die sind halt jetzt schon fast am nächsten Checkpoint dran, aber Oh es ist oh. ein bisschen schwer, vor allem, weil zwei Leute tot sind. Ich habe gerade etwas Angst gehabt, weil der Kram in der Millisekunde geleckt hat. Vielleicht crasht die ganze Lobby. Aber der Kram versucht, die gut zu schlagen. Kommt ja auch ein Pick raus, wieder leider rausgenommen. Ja. Aber Second Trade ist eine gute Chance zu pushen. Zwei Leute sind tot im Leistungskurs. Und die HP ist jetzt gerade auch rausgepickt worden. Und er hat eine Bombe durch die Gate geworfen. Da bin ich. Also die haben wirklich eine gute Chance. Sie sollten vielleicht mal reinpushen. Sehr gut hier von Second Fire, wie die einfach nur versuchen, die Mitte zu halten. Ja, die Gegner haben nicht unbedingt etwas, um die reinzupushen. Na, ich meine, wenn zwei Leute tot sind und die zumindest eines. Oh! Das war ein super Versucher-Pick. Oh mein ich Gott. Jetzt sogar zwei, glaube ich, damit schon wieder erwischt. Das war gerade bitter. Aber das ist, glaube ich, schon mal passiert, dass jemand mit der Versucher ein Double geholt hat. Sag doch, Visuka ist der MVP da. Oh, das war ein Kill von der Sniper. Damit kann Leistungskurs zum Checkpoint nicht holen. Ja, aber Leistungskurs ist gerade ein bisschen am struggeln. Zwei sind tot. Kam deine Ecke ist tot. HP muss jetzt auch backuppen. Also sie haben es nicht ganz über den Checkpoint geschafft. Und jetzt hat Second Try nochmal die Chance zu pushen. Die Tower, genau. Die Brushes auf dem Tower, verstehe ich nicht ganz warum. Aber I don't know. Und jetzt wurden sie rausgepickt vom Carbon. Sad Life hat er einfach selber auf sie draufgesprungen. Naja, H3 Tactic Plus für eine Sache zumindest gut und das ist, damit der H3 schnell wieder reingehen kann und sterben kann. H3 hat aber nur den Tactic Cooler, damit er noch mehr sterben kann. Boah, imagine Tetra mit. Oh, der hat schon einen Pick! Oder? Oh shit! Das war ein guter Edelschuss. Ja. Imagine einfach so ein Tetra mit Tactic Cooler. Beste Weapon Synergy. I am. Oh, der ähnliche Pick war sehr, sehr stark. Aber ich finde ja, es Lush und ein Duel Scratcher. Finde ich, glaube ich, am besten mit Tactic Cooler. Weil die haben das meiste Movement. Die werden damit extrem fast. Lush kann ich verstehen, Dueling Scratcher bin ich mir nicht so sicher, weil ich die Waffe einfach nicht spiele. Das Ding ist ja, die Waffe, wenn sie rollt, kann sie danach noch bewegen und das wird halt ja. Das war eine gefährliche Bombe, dass sie im Winde noch erwischt hat, war sehr. Oh, ja, krass. Ich seh's gerade, was war das denn? Aber jetzt kommen wir hier super gefährlich nah zum Ende. Ja, Second Try ist gerade wirklich stark unterwegs und Leistungskurs ist wirklich am struggeln. Sie haben kaum noch Chance und so schnell gerade. Dieser Push war ziemlich stark und jetzt hat Second Try 5 zu 1 gewonnen. Ja. Damn. Der HP-Pick. Alle waren hyped auf ihn. Rip. Also, wir schrieben die Lags dann. 2-2-2, es war ein Lag-Schuld. Zeit für das zweite Lag-Replay. Oh nein. Das hat sich, glaube ich, jetzt richtig in die Länge gezogen. Irgendwie um 10 Minuten wegen diesem Lag. Ach so, sollen wir es jetzt sagen? Okay, sagen wir es jetzt. Ja, Interview folgt gleich. Und so kommt jetzt direkt jemand ein Interview. Das wird uns von der geheimen Stimme gesagt. Na, entweder, also das Interview wird jetzt folgend abläufen. Es wird ganz normal oder es wird sich über Lex beschwert. Das ist ganz normal. Warte mal, wo sind die Interviewfragen, Ruby? Ich habe keine Ahnung. Siehst du im Kommentatoren-Channel? Der Secret Trail, von dem keiner weiß.
Doch, ich glaube schon. Welcher Gewinner ist heute noch? Und da ist noch einer. Hallo Majora. Hehehehe, hallo! Guten Tag. Da fehlt noch mehr. Ah, hi. Danke. Ja, Geo ist auch ein Teil von mir. Geo, Ja, aka GeoGuessr. schon sobald ich in den WC gekommen bin, also, ja. Ja, ist doch schön. Also, wie fühlt ihr euch nach dem Sieg? Habt ihr euch gut vorbereitet, findet ihr? Definiere gut vorbereitet. Also. Mit so einem harten Leck umzugehen. Na, hör mal. Nee. Vorbereitung war bei uns die Woche tatsächlich relativ schwierig. Wir haben irgendwie sind wenig zum Üben gekommen und erschwerend kam hinzu, dass wir eigentlich einen Tetra-Player haben, der heute nicht da ist. Das heißt, wir haben heute ein bisschen Not am Mann gehabt, ein bisschen die Aggressivität, glaube ich, hat einfach ein bisschen gefehlt zwischendurch. Und deswegen war auch das. Also, wir reden nicht über die Versuche, Scrims davor zu machen. Wir haben gesagt, eine Stunde vorher wollen wir üben. Das hat nicht gut funktioniert. Da, ja, aber. Ausgereicht zum Glück, aber. Ja, es hat Ja, auf ausgereicht. jeden Fall. Also, schwierig reingefunden, würde ich sagen, aber dann doch relativ gut zum Abschluss gebracht. Glaubt ihr auch, dass ihr weitere Chancen habt auf den Siegen? Bis hin zur obersten Tabellenspitze? Na, soweit ist ja eigentlich ganz solide. Und generell ist das so, wir sind jetzt noch nicht so lange beisammen, aber es geht aufwärts. Also, wenn sich das so hält, möglich. Wir sind nicht so lange beisammen. Wie lange Ja, sind wir denn also. schon? Gar nicht lang eigentlich. Nee. Ihr Also. habt euch ja jetzt letztens erst neu gegründet, oder? Also ich habe bei deinem Tweet einmal gesehen, Major, dass du so einen Teambanner da Ja, gepostet hast. genau. Ja, ich habe das Teamlogo gemacht, aber wir haben, also ich persönlich bin von meinem alten Team gelieft und dann, weiß nicht, 3 Wochen, glaube ich, vor der DSB-Season habe ich da quasi angefangen zu tryouten und es war halt noch kein richtiges Team, es war mehr so Pickup-mäßig und die Frage nach einem Team eigentlich. Also es ist nicht lange fest und unser Brush-Spieler RJ heute, der kam eigentlich auch während eines Tryouts von mir dann noch mit dazu. Also es ist ein bisschen noch ein zusammengewürfelter Haufen. Wir hatten noch nicht sehr viel Zeit miteinander zu spielen. Aber ja, wie wir gesehen haben, es hat recht gut funktioniert und ja, und auf die Frage zurückgekommen, wo es noch hingeht bei uns. Keine Ahnung. Aber in Gruppe A, ich sag mal, mit ein bisschen Glück, es wären Playoffs, glaube ich, möglich auf jeden Fall. Okay, ich glaube, daher kommt auch dann, weil ich ja gerade gehört habe, ihr habt euch das neu gegründet, die Frage, wo der Teamname herkommt. Ja, genau. Second Try nochmal neu aufgebaut. Im Grunde war es so, wir hatten vorher schon mal fast das gleiche Line-up, aber dann waren wir nicht mehr genug und wir hatten aber keinen mehr gefunden und dann ist das Ganze im Grunde abgebrochen worden. Und eine Woche später schreibt mich unser Tetra-Spieler wieder an, ey, magst du nicht wiederkommen? Wir haben jetzt wen und dann war es das. Okay, haben wir noch irgendeine sinnige Frage aus dem Chat? Frage, warum ist Grundsätzlich nicht. Majora ist so cool? Gute Frage. Ja, das sehe ich Direkt aber beim auch Stream so. einschleimen, Ja, ich glaube, damit dann kommen Oh, wir. true. Da will jemand gestreamt werden. So. Dann kommen wir aber mal zur letzten Frage, ob ihr noch irgendwelche abschließenden Worte habt. Geo, fang an. Finger weg von Berliner Charger. Ich kann man verstehen. Ich habe noch einen ganz tollen letzten Satz und zwar zwingt Glacy eigentlich, oder eigentlich zwingt er uns alle, das immer on Stream zu erwähnen, spendet für die DSB. Oh, sehr schön. Ey Leute, diese Frage ist schon gemein, aber sie kommt von ihm selber. Wolfi fragt sich selber, warum leckt Wir haben festgestellt, sein Internet ist sehr beschissen. Wolfi? Also, Und der heute war es Upload noch ist schlechter als tatsächlich sonst. im Nullkomma-Bereich. Wir verstehen gar nicht, wie er in die Lobby reingekommen ist, ohne Witz. Ja, true. Aber gut, hat Oh, er sich ja dann der Arme. geregelt. Und ganz kurz jetzt abschließende Worte noch. GG an LK. Schöne Matches und auf jeden Fall gar kein böses Blut wegen dem Lag-Replay. Also, wir haben es selber auch ein bisschen on Stream gemerkt, halt, weil Wolf wieder auf einmal rumstand. Von dem her völlig gerechtfertigt. Also, und GGs nochmal. Stream sah schon lustig aus, Nicht mehr so weg. viel laggen in Zukunft. Ja, Also dann werfen wir Wolfi halt raus. ich sah im Ja. Stream schon lustig aus, wie auf einmal die Schienen in die Luft geflogen ist, aber na dann. Ich sag's Gehen mal jetzt in so. die.
Ja, wir Die gehen meisten jetzt Leute erstmal. finden immer, dass Slushien so ein bisschen was von Dämonen haben. Ich denke, das hat sich bewahrheitet. In dem Egal, Sinne. das ist einfach richtig. Ja, ich meine, das war es jetzt erstmal mit diesem Match. Wir sehen uns dann beim nächsten heute um 21 Uhr. Ja, dann, tschüssi. Ciao. Hoffe ich auszulachen. Dämonen. Wir üben das nochmal mit der Moderation. Boah. Ja. Sehr schön. Tschüss. Nochmal tschüss. Sollen wir schon mal raus? Mal wieso? Weiß ich nicht.